In der letzten Saison mussten beide aus der LTI Oberösterreich-Liga absteigen, wobei es vor allem Christkirchen als Viertletzten hart erwischte. In der Landesliga West trifft man sich also wieder, vorerst aber zum letzten Mal, denn Bad Schallerbach steht schon vor diesem Match als Meister und Aufsteiger fest. Und der frisch gebackene Landescupsieger geht auch sehr selbstbewusst in die Partie. Die erste Kopfballchance hat Alexander Föschl in Minute 3, Christkirchen-Torhüter Hartl dreht die Kugel aber noch über die Querlatte. Erich Renner, trotz Abstieg, hat er weiter das Vertrauen als Trainer und hat das mit dem Double eindrucksvoll gerechtfertigt. Christkirchen macht es den Gästen aber schwer, macht die Mitte zu und so sind echte Torchancen lange Zeit eher Mangelware. Gurip hat es hier versucht. Auf der Gegenseite noch weniger Möglichkeiten und aus diesem Freistoß von Thomas Stadler entsteht sogar ein Konter. Gurip mit etwas Ballglück. Fröschl mit viel Platz, aber den kann erneut Marcel Hartl entschärfen. Das Hinspiel letzten Oktober übrigens ein 3:0 Heimerfolg von Bad Schallerbach. Und es bleibt dabei, der Christkirchner Schlussmann hält seine Mannschaft im Spiel. Erneut versucht es Miljam Gurip, erneut Hartl mit der Parade. Reinhard Furtner kann zumindest mit der Defensivleistung zufrieden sein. Dann patzen die Gegner mal. Es ist schon Minute 44. Stadler auf Leibezeder, aber der ist zu zögerlich. Und weg ist diese bisher beste Chance des SV Christkirchen. Hier noch einmal. Flohmeier mit Körpereinsatz. Und so geht es nach einer torlosen ersten Spielhälfte in die Halbzeitpause. 9 Minuten nach Wiederbeginn diese Szene. Guter Pass auf Gurip, aber Schiri Philipp Wenigwieser pfeift abseits. Assistent Brosel hatte die Fahne nicht gehoben und es war wohl auch kein Abseits, wenn man sich das hier noch einmal anschaut. Aber der Druck des Landesligameisters nimmt zu. Ecke Stadlbauer, das war knapp. René Renner am Vormittag hat er seinen Vertrag beim LASK um 2 Jahre verlängert. Am Abend wird zugeschaut, wie sich das Team von Papa schlägt. Einmal in Halbzeit 2 droht Schallerbach Gefahr. Aber Klaus Kappel scheitert an Gästetorhüter Gruber. Noch einer, der beim LASK verlängert hat, Robert Schull rechts oben neben der Leiter. Gibt's noch Tore zu sehen? Die 70. Minute läuft. Fröschl. Schon im Cupfinale einer der Schlüsselspieler, dreht nochmal ab. Pascal Hofstetter mit viel Gefühl zu Gurip und der macht aus 1:0. 21. Saisontreffer von Miljam Gurip und wie gut die vorne zusammengespielt sind. Das zeigt auch wieder die Entstehung dieses Führungstreffers, den wir uns nochmal anschauen und der vom Spielverlauf her natürlich auch verdient ist. Erich Renner kann zufrieden sein, Minute 86 auch noch das, Ecke Stadlbauer, Valentin Frank ist zur Stelle und es steht 2:0. Die Entscheidung in diesem Derby, zuerst ist es der Oberschenkel und dann spitzert Frank die Kugel noch ins Tor. Der SV Böttinger Christkirchen unterliegt dem SV Seda Bad Schallerbach mit 0:2, die beiden Kapitäne im Anschluss beim Interview. Schallerbach eine gute Mannschaft, jetzt in den letzten Wochen Meisterschaft und den Cup klar gemacht. Wir haben gewusst, dass wir gegen eine starke Mannschaft spielen, haben versucht, dass wir kompakt stehen, wie du sagst, dass wir die Räume gerade im Zentrum eng machen und dann über die Umschaltsituationen kommen, was uns auch vor allem in der ersten Hälfte doch immer wieder geglückt ist. Leider halt dann vom Tor, wie du sagst, das eine oder andere Quäntchen Glück dann gefällt, dass man vielleicht selber ein Tor schießt. Und dann waren es schlussendlich die Details, die kleinen Fehler, die dann zu den Toren von den Schallerbacher geführt haben. Derby gegen Christkirchen ist immer was Besonderes. Und ich glaube, wir haben heute das Spiel mehr Spielanteile gehabt und wir haben dominiert und mehr Chancen gemacht und gehabt. Und wir gingen als verdiente Sieger vom Platz.